Willkommen zurück zu einer neuen Folge Lords of the Fallen, ich bin der Fierobo. Und wir sind hier gerade außerhalb der Kathedrale, können uns mal die schöne Sonne angucken und die Berglandschaft. Sieht schon cool aus. Und vor allem werde ich jetzt auch mal wieder mit meinem Timer arbeiten. Ja. Damit ich halt nicht wieder so komische Folgen raus, sag ich mal, damit ich endlich mal wieder einen klaren Linie habe. So, ist hier irgendwo einer. Da sind zwei. Kann ich schon, da ist auch noch einer. Oh, der hat uns anscheinend gesehen. Okay, dann komm mal her. Auch nicht. Seid das, wie heißt denn hier? Komm her. Jetzt will er nicht mehr. Jetzt, dann halt nicht. Wir machen uns das mal auf die hier dran. Den haben wir schon mal. Den haben wir auch, gut. Der Dicke kommt jetzt, ist wieder runter. Er soll kommen, ist mir egal. Ja, komm. Ich will kämpfen. Ich will da eben zwei Hand machen. Okay. Oh, der ist ein bisschen leichter. Oh, der ist gemischt. Locker von Hand. Was ist das denn da oben für einer? Sieht ja schon merkwürdig aus. Okay, dann gehen wir gleich zu dem. Gehen wir erstmal hier hoch. Ich hoffe, hier haben wir was Tolles haben. Ah, ist ja noch so einer. Komm her. Ja, auf jeden Fall machen wir viel, viel, viel weniger Ausdauerverlust mit den Stärken. Wir können mehr zuschlagen, wie ihr seht. Der Teil ist also schon cool, finde ich. Hier irgendwas. Hier haben wir einen Hebel. Nutzen wir den nochmal. Das sieht schon richtig cool aus, finde ich. Da finde ich das Spiel hier bis jetzt eigentlich sogar ein bisschen besser als Dark Souls, weil hier ist der Einstieg wesentlich besser gemacht. Persönlich finde ich das jetzt einfach, zumal nicht einfach direkt überladen. Natürlich sagen einige, ja, hier ist das cool an Dark Souls und so weiter. Kann ich auch verstehen, aber für mich persönlich ist halt dieser Eindruck besser. Und vor allen Dingen, es sieht grafisch auch wesentlich besser aus, das muss man mal sagen. Also hier fühle ich mich nicht so, als wäre das Spiel schon 5 Jahre alt. Wow. Okay. Was ist das denn für einer? Aber der hält nicht viel aus. Gut. Okay, wir haben schon wieder eine Runde bekommen, wie es scheint. So, hier den Hebel müssen wir wieder benutzen. Alle geile Modifikationen. Okay. Also ich muss die Runde, die ich hier finde, erst modifizieren, wenn ich das richtig verstehe. Aber wo kann ich den modifizieren? Hier mal ruhen. Ja, kann ich noch nichts mitmachen, ne? Herstellung, ja. Keine Ahnung. Gut. So, jetzt haben wir das Tor hier auch offen. Das ist noch so. Ne, das ist der, den wir suchen, glaube ich. Das ist der, den wir gesehen. Das ist der andere. Bitte! Was ist mit deiner Hand passiert? Spinnengift! Es brennt, als hätte mich Adir selbst berührt. Du musst die Wunde aufschneiden und das Gift raushauen. Okay. Zu spät! Es hat sich schon ausgebreitet. Dann kannst du die Ausbreitung nur verhindern, wenn du das vergiftete Glied von deinem Körper abtrennst. Ihr wollt, dass ich mir den Arm abschlage? Ja. Ihr seid des Wahnsinns! Dann stirb. Dann grüß die Richter von mir, wenn du vor sie trittst. Das kann ich nicht tun, ihr... Müsstest du? Ja, ich kann mir auch nichts über den Namen abtun. Ja, was machen wir? Tun wir es oder tun wir es nicht? Na gut, komm. Na gut. Auf deine Verantwortung. Oh, so eine Runde Stoff freigeschalten. Cool. Nimm meine Hand. Ja, da fängt schon an, diese Synchro. Ich schulde euch mein Leben, Fremder. Ja, ich hab mal aufgeschlagen, ich blute zwar nicht so gleich und so. Als Erinnerung an meine Sünde. Was soll's? Bitte, ihr könnt die Axt jetzt herunternehmen. Wir kommen. Fragen wir den erstmal aus. Ich muss ins Hauptgebäude. Ich suche nach Antanas. Antanas ist in der Zitadelle. Aber die Tore wurden versiegelt. Es ist unmöglich, hineinzugelangen. Dem Typ in der Sitz anscheinend ist der Name weg. Weiß ich nicht, ob ihr drinnen Überlebende findet.
vom Himmel und etwas ist in den Turm gestürzt. Ich denke, der Ruf der Richter ist der einzige Weg in die Zitadelle, wenn er noch nicht zerstört wurde. Vielleicht findet ihr dort einen Durchgang. Okay. Sammelte man Heiler. Du brauchst jemanden, der dich zusammenflecht. Obwohl es ihn ja nicht interessiert anscheinend. Nun, ich bin der Heiler unter den Mönchen. Und ja, die Ironie der Lage ist mir bewusst. Dann hast du auch Heilmittel. Ja, hab ich. Sie sind im Laboratorium. Aber dort wimmelt es von Roga-Bestien. Es hilft nichts. In diesem Zustand schaffe ich es nicht dorthin. Na, sind wir mal nett und sag hier. Ja, nimm das. Einfach mit 500 Erfahrung bekommen, so cool. Gut, haben wir das, dann machen wir uns mal auf den Weg. Interessant, okay. Ah, vielleicht. Jawohl. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Deswegen nutzen wir das hier. Wie viel Ausdauer haben wir denn? Wie viel Erfahrung? 1600 haben wir schon wieder. Egal, behalten wir die erstmal. So, switchen wir wieder zu zwei Handwaffe. Da steht eigentlich auch blinken, soll ich dann wieder schneller bin und so. Laufen wir erstmal so, dem haben wir jetzt geholfen. Hier ist noch eine Tür. Schauen wir das mal hier rein. Hallo, hallo? Ist das eine Spinne? Alles schön kaputt. So, da haben wir doch was. Ja, ich muss schon mal zweimal machen, das wird schon ein bisschen nervig. Ich glaube, es ist eigentlich so eine Truhe. Öffne die. Anscheinend kann es hier die Truhe noch nicht verstehen, so wie Dark Souls. Also hier trifft man auch andere und so weiter. Also da ist es wesentlich freundlicher als Dark Souls. Oh, oh, oh. Habe ich ja gar nicht gesehen. Enge Gänge sind nicht so cool. Aber wir haben es gelegt, das Vieh. Genau, ein Gott. Ne. Gehen wir mal hier hoch. Ist hier noch ein Gott? Was ist das denn? Wer bist du? Bleibt weg von mir! Tut mir nicht weh! Ja. Hab nicht vor dir was zu tun. Ich danke euch. Doch habt Verständnis. Die Zeichen auf eurem Gesicht. Ihr jagt mir Angst ein. Sie trägt wahrscheinlich eine Maske. Wir sind überall Dämonen. Du solltest besser verschwinden, wenn du leben willst. Alle haben sich in der Zitadelle in Sicherheit gebracht. Antanas hat geschworen, dass er den Weg zum letzten Eingang markieren würde. Aber ich kann diese Zeichen nicht suchen, wenn überall diese Ungeheuer lauern. Ich sitze in der Falle. Tja. Mal sehen, ob ich diese Zeichen... Wir könnten echt freundlich sein oder ist Arsch. Wir sind mal freundlich. Könnt ihr Antanas Zeichen entdecken? Soweit ich weiß, gibt es drei davon. Bitte, findet sie. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr Antanas Zeichen für uns gefunden habt. Wenn ihr mir uns? Helft, gebe ich euch im Gegenzug etwas, das euch sicher interessiert. Oh, cool. Ein Wegweiser haben wir jetzt bekommen. Muss ich den ausrüsten? Schauen wir mal. Den muss ich ausrüsten, okay. Und wie benutze ich ihn? Ja, dieses zum Beginn. Keine Ahnung, wie das Ding jetzt genau funktioniert. Hallo? Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Die habe ich gerade nicht gesehen gehabt. So, dann können wir aber hier nochmal lang. Jetzt sind wir dann wahrscheinlich unter der Brücke.
Nordmauer bzw. Nebengeschwanz. Jetzt sieht aus wie unter lang, ja. Gut, so, dann das Vieh lebt wieder. Oh, okay, auch der da. Der nimmt auch ein bisschen Schaden, ne? So, den hab ich gekillt. Ist noch einer gewesen, ne? Hier alles kaputt. Wenn ich ja manchmal dumm ist, dass das Teil wirklich so ein paar Zeichen oder sowas aufgibt. Könnten wir mal eben Heiltrank nehmen. Ist hier jemand? Schauen wir nicht. Beziehungsweise wahrscheinlich kein Leben da mehr, oder? Beziehungsweise kein Mensch. Inventar. Das können wir aber nicht öffnen. Nö, hier ist... Sieht zumindest kein Schalter. Alles kaputt. Wir gehen nochmal hier runter. Oh, das ist ja so mies. Hat er sich in der Ecke versteckt. Bam, so. Was hat er davon? Machen ja alles kaputt. Leute, Nachtwache. Wie konnten die Roga ins Innere der geheiligten Mauern der Abtei gelangen? Sie sind aus dem Nichts erschienen. Okay. Habe ich jetzt eine Rune verloren oder wie? Nö. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt genau gemeint ist mit, aber gut. Wir konnten das öffnen. Ist viel nicht am Leben? Doch, es ist doch. Gut. Erledigt. Weiß jemand, was nachhalten müssen, ey. Denken wir mal, die leben noch. Hier war das Vier versteckt, so, können wir hoch oder runter gehen? Ich würde sagen, gehen wir erstmal runter. Die Tür ist verschlossen, okay. Dann müssen wir hochgehen. Oh, ist schon wieder netter. Schauen wir mal schon drauf. Gut. Okay. Und da ist sie tot. Und hat das für uns gedruckt. Das war schön. Eine Rune. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, jetzt konnten wir die haben die sozusagen im Gang. Beziehungsweise wenn wir hier runter. Ach, da kommen wir weiter. Okay. Dann können wir dann noch irgendwie schnell hier. Und dann gehen wir uns noch mal eben. Oh, hier sind ja direkt drei Stück von den Viechern. Okay. Kann ich hier irgendwie einen anlocken oder so? Was noch mehr? Wow, 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 wow. Okay, wir den Heiltrank nehmen. So, okay. Haben wir erledigt. Alles klar. Dann können wir nehmen die Runde, sage ich schon. So, haben wir noch was bekommen. Eine kleine Rune, okay. Auch noch was. Das ist auch natürlich mit. Schwere Ausrüstung, okay. Den hier können wir auch noch eben. Komm her, Drecksvieh. Jetzt haben wir jetzt ein paar Leute kennengelernt. Ja, wir sind ja fast schon so wie besser auf Park. Wir sammeln hier Freunde. Ja, dann gehen wir hier unser Trink und so auffüllen. Und da haben wir doch schon wieder hier einiges entdeckt gehabt, muss man mal sagen, ne? So, laufen wir mal. Gut, benutzen. Können wir nochmal eben, da wir jetzt ein paar Punkte gemacht haben, nochmal. Ne, ich wollte eigentlich... Ah, damit muss ich das machen, genau. Kann ich jetzt hier investieren? Ja, genau, hier kann ich rein investieren. Kann ich nochmal Rage... Hammer. Dann müsst ihr schon mal hier rein. Ups. Okay. Hallo. Da will ich drauf. Und dann gehen wir nochmal hier auf
Ausdauer oder Geschicklichkeit? Ja, ich habe mit schnellen Waffen. Ja. Okay, Glaube, Stärke. Ich könnte. Würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal hier in Vitalität, machen wir ein bisschen mehr Gesundheit. Bam. So, sieht doch schon cool aus. Und wir haben jetzt hier Rammer. Ach, die können wir jetzt mit B machen. Ah, okay, das ist dieser ein Klon von uns, der dann die Gegner ablenken soll. Okay, cool. Gut, dann will ich mal behaupten, dass ich... Sieht schon cool aus. Kann nichts machen, ne? Was haben wir hier für ein Schlachtfeld hinterlassen? Kann ich eigentlich hier sind da so ein Schlüsselsymbol? War hier ganz schnell. Weil die Tür war ja verschlossen, da habe ich jetzt aber keinen Schlüssel für bekommen. Ne? Nee. Gut, dann machen wir an der Stelle nochmal einen Cut und wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein. Ciao.